Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, in dem heutigen Video machen wir bei Flake seinem Undercover Skin Contest wieder mit. Also ich mache Undercover bei seinem Skin Contest mit, weil wir haben letzte Mal bei seinem Skin Contest verloren. Wir sind nur dritter Platz geworden, obwohl alle in den Kommentaren ihm der Meinung waren, dass ich normalerweise hätte den ersten Platz belegen sollen. Deswegen heute, Leute, eine Skin-Kombination, die habt ihr noch nicht gesehen. Wenn ich mit dieser Skin-Kombination nicht gewinne, dann kann Flakes kein Skin-Contest. Brauchen wir echt nicht drüber reden, Leute. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, oben rechts flinkt, aber ich kann euch eins sagen, das heutige Video toppt dieses Video auf jeden Fall nochmal um Längen. Wenn ihr im nächsten oder übernächsten Video mal eingeblendet werden wollt mit eurem Namen hier in meinem Video, dann schickt mir einfach einen Screenshot davon, wie ihr in den Itemshop den Creator-Code YOYOYO eintragt. Einfach einen Screenshot auf Instagram schicken und ihr werdet direkt schon eingeblendet im nächsten oder übernächsten Video. Danke für den Support, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da, weil dieses Video echt viel Arbeit war. Ich würde sagen, wir gehen jetzt sofort rein. Let's go, Junge. Wir sind jetzt hier in seiner Runde drinne. So, Leute, neuer Skin-Contest und ein neuer Gewinner. Wir werden eh gewinnen. Das steht schon. Leute, guckt euch mal bitte diese Kombination an. Also, beim letzten Mal haben wir verloren. Es kann nicht sein, dass wir mit dieser Kombination hier jetzt wieder hier verlieren werden. Das funktioniert nicht. System ist undercover am Start in meinem Skin-Contest. Ich weiß nicht, wer er ist. Ich sehe auch gerade hier keinen Skin. Ich hoffe, keine Stream-Sniper sind am Start. Wäre komplett ehrenlos. Ist aber wichtig, Leute, dass ihr nicht so zu mir kommt, weil sonst fällt es halt einfach auf, dass ich halt hier drinne bin. Das wäre richtig blöd. Deswegen einfach so tun, als wenn ich Luft bin, okay? Auch mir kein Loot oder sowas vorbeibringen. Und ich glaube, dass wir wieder hier hingehen werden. Vermute ich einfach mal. Ich weiß aber nicht. Wir landen alle direkt hier bei Ruined Reels in der Mitte. Alle dort landen. Farmt ein paar Waffen, ein paar Mats für mich. Droppt die mir dann einfach. Ich bin der Benny Boy. Und dann können wir auch direkt starten. Story brauchen wir. Wir brauchen alles. Ihr braucht jeder eine Waffe, nicht zum Stream-Snipen, sondern damit ich eure Lackierung sehe. Beta checken wir auch die Gleiter, aber es gibt ja Jump-Pads im Schneegebiet. Easy peasy. Und hier sind schon einige Leute. Ich sehe schon krasse Gleiter. Oh mein Gott, Bro. Wie viele hier sind. Was haben die so für Dings-Kombinationen? Ja, Gleitermäßig. Ja, die haben auch alle Gleiter angepasst, ne? Aber Leute, unser Gleiter, das ist einfach komplett alles auf Baustelle angelehnt. Auf einen Baustell-Mitarbeiter. Damit müssen wir gewinnen, ich sag euch, wie es ist. Damit müssen wir gewinnen. Vor allem das Erntewerkzeug, das ist auch so groß, das fällt direkt auf. Und beim letzten Skin-Contest, wo ich da mitgemacht habe, da hat Flakes halt übertrieben auf das eine Erntewerkzeug von dem Rette-die-Welt-Paket geguckt. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach gedacht, nehmen wir so ein großes Erntewerkzeug. Dann denkst du, Alter, was ist das denn für eine Kombination, so, weißt du? Ich hoffe, dass wir hier echt mal um was geht, Bro. Ey, ihr sollt aber, ey, wenn Flakes darf mich nicht sehen, ne, Leute? Einige. Iconic. Holy moly. Bau jetzt am besten einfach hier die Base. Wir starten einfach hier. Hier könnt ihr bauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt nicht woanders jetzt schon gebaut. Hier starten wir. Könnt ihr mir Mats droppen und alles? Ein paar Mats. Wir bewerten jetzt gleich die komplette Kombination. So, wir haben hier ein paar Waffen bekommen. Jetzt brauchen wir aber noch Mats. Das ist jetzt mein Skin-Contest, Leute. Und ich werde streng sein. Also, die Kombi ist auch gut vom Hornogan. Aber der darf nicht sehen, dass ihr so zu mir kommt, Digga. Sonst fällt auf, Bro. Ist direkt vorbei. Wir sind hier wirklich completely undercover. Cover drin, Leute. Der Weihnachtsskin da vorne, Bro. Okay, macht der jetzt schon? Baut der schon? Ich glaube, der baut schon, ne? Ja, der baut schon. Ach, hier vorne sogar. Okay, okay. Okay, Leute, stellt euch an. Alle anstellen. Wir fangen an. Wir müssten genug Mats haben. Bitte alle anstellen hier. Ich habe hier ein bisschen was gebaut. Genau, richtig. Ich nehme auch noch mal ein paar Materials mit für den Endfight. Also nicht für den Endfight, sondern wenn wir am Ende dann noch mal, je nachdem, wie lange der Skin-Contest halt eben dauert. Aber ich sag euch ehrlich, der Skin-Contest wird einfach nicht lange dauern, Leute. Er wird nicht lange dauern, Leute. Wir werden das hier ganz schnell machen. Danke für den Biggie, Bro. Okay, Leute. Okay, okay, okay. Aufstellen, 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 aufstellen. Weiter vorne. Nicht zu mir kommen, nicht zu kommen, nicht zu mir kommen, nicht zu mir kommen. Zack, zack, zack. Bauen hier ein bisschen weiter. Wir sind in der Zone. Alles ist fein. Droppt mal bitte alle eure Mats. Ein bisschen Mats droppen. Alter, wie viele krasse Leute sind hier am Start. Oh mein Gott, da ist sogar Iconic, Leute. Was? Oh, sogar Weihnachtsgeschichten. Ja, Bro, neuer Weihnachtsskin, ne? Hat man so beim Skin-Contest auch, glaube ich, noch nicht gesehen. Genau, das sollte reichen. Munition, habt ihr Pump-Muni? Ich gucke mir die Skins gerade nicht an. Ich habe meine Augen zu. Auch nicht schlecht, Digga. Ey, was ist hier mit Vordringen, Bro? Was machst du hier? Nein, Leute, nicht zu mir kommen, bitte!
Denn der steht doch hier, Digga. Der sieht das doch dann. Bro. Komm, wir sind jetzt beide hier Letzter, okay? Let's go. Dann würde ich sagen, Leute, kann der Skin-Contest beginnen? Und wir sehen hier einen eher sportlichen Skin. So ein bisschen orange gehalten. Das soll so ein Baseball-Spieler sein. Gefällt mir persönlich. Von den Farben her passt auch alles Baseball. Ist jetzt nicht die krasse Kombo, aber ich würde trotzdem sagen, passt thematisch. Ja, komm, ist ein sportlicher Skin. Kannst weiter. Oh, der eine ist schon mal gut hier in der Weltraumforscher. Was hat der für ein Backbling? Ja, okay, Wasser-Backbling. Soll bestimmt irgendwie so ein Backbling dafür sein, mit Sauerstoffmäßig. Aber das sieht eher nach Tauchergeschichte aus. So, nächster Skin. Wir müssen schnell machen. 23 Teilnehmer hier. Hier haben wir so einen Einbrecher-Skin mit so einer Brechstange. Darf natürlich nicht alles vom Set sein. Ist es auch, glaube ich, nicht. Und hier so goldene Geldscheine. Ist gut. Kannst weiter. Boah, der Ghoul-Trooper mit den fetten Dings ist auch schwierig, ne? Aber das Emote passt auch gut dazu, sag ich ehrlich. Guck mal einmal kurz so ein bisschen die Skins an, ne? Weil ist nicht schlimm, wenn ich als Letzter dran bin. Ihr könnt euch auch gerne vordringeln. Ich will aber einmal so gucken ein bisschen. Ja, szenariomäßige Geschichte hier, ja. Was geht, Buschmann? Buschmann. Concentration. Da vorne ist auch noch einer so, ja. Den neuen Hope-Skin, der ist auch geil, Digga. Eisbanane. Wäre bei mir sofort raus, sag ich euch ehrlich. Der Honogard-Skin ist auch gut angepasst. Nochmal ein Christmas-Skin. Ja, so Emotes und so sieht man halt echt sehr, sehr oft, ne? Wäre bei mir tatsächlich eventuell raus. Weiß ich aber nicht. Aber bei Flakes bist du weiter. Ich sag dir, wie es ist. Du wirst bei Flakes hundertprozentig weiterkommen. Wirst du sehen. Weiter. Die Banane auch komplett neu. Fischkopf. Ja, sieht auch gut aus. Hier haben wir dann nochmal. Ja, ist auch gut, Digga. Boah, der gefällt mir nicht so krass, aber sei mir nicht böse. Aber ich bewerte ja sowieso nicht. Flakes bewertet. Von daher, ich habe nichts zu bewerten. Ich mach einfach hier nur mit und versuche zu gewinnen. Das ist das Einzige. Ohne Kronen, Digga, nehme ich gerne. Oh, danke. Okay, so auf Urlaubsstyle, so Palmen, Flipflops. Ich liebe ja den Sommer, bin ich euch ehrlich. Liebe den Sommer so sehr. Deswegen muss ich dich weiterlassen. Weiter. Okay, Digga, was ist das denn? Das ist ja richtig spitzig. Oh, okay, jetzt ist runtergeflogen. Dein Backbling war richtig steif gerade eben. Komisch, hast ein bisschen aufgelockert. Let's go. Backbling sieht clean aus. So auf fancy, ne? Bisschen fancy. So Hip-Hop. Aber das ist eher so ein Hip-Hop-Skin mit so einer Diamantspitzhacke. Das tut mir echt leid. Tut mir leid. Muss raus. Also, ihr müsst stark sein, Leute. Okay. Ich weiß schon Bescheid, was dein Thema ist. Ich glaube, Ostern, ne? Ist der kostenlose Skin, den man bekommen hat? Hier mit so Geschenkpapier. Ist halt Weihnachten, ne? Weihnachten ist jetzt nicht so ein krasses Thema. Aber es passt halt thematisch komplett. Deswegen weiter. Ihr müsst mich nachher mit den Emotes komplett überzeugen. Oh, ey, Skokal, bei dir auch. Ich sehe gar kein Thema so irgendwie. Ghoul Trooper mit Erntewerkzeug hier mäßig auf Hulk. Ja. Aber das Backbling, Digga? Werden wir sehen. Ja, soll auch so ein Sommerskin sein, aber mit der Sternstabspitzhacke, Bro. Da war der andere Sommerskin viel, viel besser. Oh, der macht sogar direkt einen Emote. Zeig mal deine Spitzhacke, Bro. Spitzhacke. Muss deine Spitzhacke noch sehen. Spitzhacke. Okay, der hat so Hanteln. Hinten pinkes Lama. Ja, Muskellama, ne? Ja, komm, geh weiter. Vielleicht bin ich auch zu nett, ich weiß es nicht. Okay. Ehrengeleitskin. Motorradfahrer mit einer blauen Spitzhacke. Passt farblich alles, aber Motorrad-Kombination, gibt's da Besseres? Gibt's Besseres, auf jeden Fall. Wir werden sehen, wer hier der stärkere Hulk ist. Good luck, Bro. Du bist stärker wie ich, oder was? Was, Bro? Was denkst du, wenn du eigentlich bist hier, hä? Er macht eins, Digga. Ja, okay, wenn er sagt, er ist besser, werden wir sehen, ne? Ja. Wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Die Kombi, die ich hier habe, ist echt krass, Mann. Und vor allem auch die Farbplanung ist auch gut, ne? Die passt, Bro. Die passt einfach richtig gut, Bro. Werden wir klären. Nächster. Ich bin viel zu nett, ne? Okay. Hier haben wir den Iconic Skin. Iconic? Mit einer Twitch Prime Spitzhacke und ein rotes Backbling. Passt halt alles farblich. Thema kann ich hier aber leider nicht erkennen. Thema kann ich hier halt absolut nicht erkennen, was es für ein Thema sein soll. Tut mir leid. Ja. Was ist das für ein Thema? Ach, Lamin ist das gewesen. Ja, Bro, aber ey, echt. Wäre für mich auch raus gewesen. Tut mir leid. Okay, hier haben wir so einen Battle Pass Skin in blau gehalten. Ja, Bro, ist halt auch nichts Besonderes für mich. Yo! Der ist gut. Okay, Weihnachtsskin mit zum Holo-Backbling, kannst direkt weiter. Der ist gut, Digga, der war gut. Der Weihnachtsmann-Skin, der war gut, weil den habe ich auch so im Skin-Contest noch nicht gesehen, weil der Skin auch relativ neu ist, ne? Weiter, geh weiter, du kannst weiter, Digga. Ich liebe Weihnachten. Okay, was haben wir jetzt hier? Skateboard, Spitzhacke, Skateboard-Skin, Skater-Skin. Ja, passt.
passt. Passt auch farblich alles. Kannst weiter. Nächster Skin. Komm her. Oh, wieder Weihnachten. Wir haben jetzt halt schon drei. Nee, doch insgesamt sind es jetzt drei Weihnachtsskins. Passt halt auch alles. Wir müssen nachher bei den Weihnachtsskins auf jeden Fall aussortieren. Du kannst auch weiter. Weiter. Ja, okay. Ja, Banane ist halt jetzt auch ein Weihnachtsskin. Digga, ihr habt alle Weihnachtsskins, oder was? Ich bin auch... Wenn er Banane weiterlässt, ne? Hat er rausgeschmissen, glaube ich. Ne, ja, hat er rausgeschmissen. Ah, ich bin euch ehrlich. Feier ich nicht so. Ist halt ein kostenloser Skin. Genauso wie der andere. Aber das war halt nur blau. Tut mir leid. Banane wäre bei mir auch raus gewesen, sage ich euch ehrlich. Weil das ist so eine 0815-Kombination. Die Banane ist aber gut. Okay, Banane. Ah, Backbling. So, Digga, da passt aber halt gar nichts, ne? Kuchen-Backbling. So, Geburtstag. Eisbanane. Weiß ich nicht. Also Backbling war jetzt nicht so krass, aber das war halt so eine Eisbanane, so auf kuchenmäßig Süßigkeit. Ich hätte den vielleicht eine Runde weitergelassen. Bushranger mit so einem Kleeblatt. Honigspitzhacke. Ich weiß nicht, ist das vom Paket? Nee, ich glaube nicht. Krone nehme ich mit. Let's go. Ist nicht vom Set? Nee. Okay, dann kannst du weiter. Passt. Ist gut. Weiter. Okay, Agent Fischi. Ja, mit so einer Waffe als Backbling. Da bin ich dir ehrlich. Ah, ich weiß es nicht. Die zwei müssten sich dann halt betteln. Das ist halt auch so ein Einbrecher-Skin. Nee, tut mir leid. Digga, ich muss strenger sein. Schon wieder ein Weihnachtsskin? Bro! Okay, wir sind jetzt gleich dran, Leute. Ich muss halt jetzt überlegen, von den anderen Skins. Warte hier. Ich glaube, die anderen Skins gefallen mir viel besser. Bin ich dir, oder? Ich weiß es nicht. Nee, komm, ich muss dich weiterlassen. Tut mir leid. Ja, okay, der ist halt nicht so krass, ne? Da kann ich gleich aussortieren. Tut mir leid. Da brauche ich nicht viel sagen. Weil ich gespannt bin, wie er halt einfach drauf reagieren wird, ne? Aber Bro, guck mal, es passt halt echt alles. Das Backbling passt, Erntewerkzeug. Thematisch 10 von 10, farblich 10 von 10. Bro, ich bitte euch. Aber ich bin am überlegen, was ich als ersten Emote mache. Aber ich glaube, ich mache hier Motorhantel. Weil der ist halt echt, ne? Der passt halt richtig krass. Guck mal, bitte. Also, wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Ghoul Trooper, ich wünsche dir viel Glück. Und den beiden anderen hier vorne auch. Hulk. Bro, was ist das denn? Was ist das? Das ist ein Zombie mit Hulk-Smashers? Und einem Taucher-Backbling? Bro, was ist los mit dir? Nicht gut. Tut mir leid. Hab ich doch gesagt, du bist raus, Bro. Passt gar nicht, Bro. Oh, Galaxy-Malaxy-Malaxy-Skin? Galaxy-Blume? Fresh aus, weiter. Ja, Galaxy-Blume hätte ich auch vielleicht weitergelassen. Ja. Jetzt bin ich gespannt mit dem Backbling, was er da sagt. Weiter. Nächster Skin. Wie viel haben wir noch? Kommt rein. So ein Mondtyp mit einer, okay, so einer Flasche auf dem Rücken. Ja, sieht aber eigentlich auch gut an. Okay, kannst weiter. Nächster Skin. Ja. Okay, gleich muss... Oh, okay. Das ist aber eine Mega-Spitzhacke, die du da hast. Die ist ja mega groß. Dann hat der hier noch so ein... Ja, so Baustellen... Ja, so Baustellen-Dingen, so Bauarbeitermäßig. Ja, Baustellentyp. Der Skin, ich weiß nicht, der war, glaube ich, mal selten oder ist selten. Ja. Okay, Bauarbeiter. Den gibt es halt nur einmal, den habe ich auch so noch nie gesehen. Du kannst weiter, okay. Weiter. Wir gehen. Oh, yo, wir sind weiter, Leute. Let's go. Also, wenn er mich nicht weitergelassen hätte, ne? Guck mal, der ist, was habe ich gesagt? Er lässt halt echt den Christmas-Skin weiter. Er lässt ihn einfach weiter, Digga. Bro, was? Den hätte ich weitergelassen, aber den anderen Christmas-Skin, den siehst du halt echt auf. Aber heftig, guck mal, ich wusste das, Junge. Heftig. Okay, ich glaube, wir müssen weiter, ne? Wo geht der jetzt hin? Dann können wir jetzt gleich Emotes abchecken. Ich glaube, das ist gut. Die Emotes checken wir jetzt gleich ab. Wir gehen in die Zone, Leute. Ich gehe in die falsche Richtung. Ich bin komplett lost. Wir gehen in die Zone. Es sind noch 13 Teilnehmer am Start. Wir kriegen das hin, Leute. Wir könnten theoretisch auch erstmal ins Schneegebiet gehen. Lass mal ins Schneegebiet, dann checke ich mal die Gleiter ab. Ich glaube, die Gleiter abchecken ist schlauer. Weil wenn die Zone nachher nicht im Schneegebiet ist, dann war es komplett. Deswegen gehen wir mal ins Schneegebiet. Mal gucken, ob wir hier irgendwo ein Jump-Pad finden, Leute. Sucht mal am besten mit. Okay, der will jetzt die Gleiter abchecken, Leute. Gleiter abchecken. Also die an diejenigen, die gestorben sind, auf jeden Fall GG, ne? Aber Eskukai, Bro, deine Kombination. Wie gesagt, Erntewerkzeug war nicht schlecht. Erntewerkzeug war echt nicht schlecht so. Aber das Backbling-Taucher, nee. Hat farblich zwar gepasst, aber thematisch habe ich da echt nichts gesehen, Mann. Weiß nicht, vielleicht wisst ihr ja, wo es hier ein Jump-Pad gibt in der Nähe. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung. Lauft alle Flakes hinterher, nicht mir, ne? Alle Flakes hinterherlaufen. Weil das ist wieder so, ihr lauft mir hinterher, Leute. Immer Flakes hinterher. Das ist derjenige, der den Skin-Contest macht. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, die Gleiter wären halt schon echt krass, ne? Aber hier müsste normalerweise irgendwo ein Jump-Pad sein. Ich weiß aber auch nicht, wo. Weiß es nicht. Sonst müssen wir auf die Insel gleich gehen. Ja, ich glaube, das machen wir so. Wir gehen gleich auf die schwebende Insel. Ist die in der Zone? Dann stellt euch mal hier und macht alle
ein Emote, ein Tanz-Emote, einen Tanz oder irgendwas anderes. Der muss jetzt halt krass sein, weil jetzt sortiere ich aus. Vor allem bei den Winterskins. Bei den Winterskins sortiere ich jetzt richtig aus. Oh, die Insel ist auch perfekt gespawnt. Dann machen wir jetzt direkt die Emotes ganz schnell. Und ihr macht alle einen Emote. Direkt einen Emote machen. Ein Tanz-Emote, Leute. Ein Tanz-Emote. Okay, okay. Der muss krass sein, Leute. Der muss krass sein. Leute, nicht immer so genau zu mir kommen. Was macht ihr denn immer hier, ey? Okay, Leute, direkt macht ein Spam-Emote. Los, 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 los. Spam, 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 spam. Okay, der baut einen Schneemann. Ey, das ist krass. Das ist krass. Der Emote ist, glaube ich, auch selten. Ich bin mir nicht sicher. Der war auf jeden Fall mal selten. Und den Skin sehe ich halt auch nie. Mal gucken, was die anderen Schneeskins haben. Mach mal du was. Ja, Schneekugel war mir bewusst. Der macht halt das Geschenk, weil er auch ein Geschenk ist. Was machst du? Auch Schneekugel. Okay, da hätten wir jetzt schon zwei Stück, die die Schneekugel haben. Und ich glaube, den Skin sieht man seltener. Deswegen musst du leider weg. Okay, jetzt macht weiter Emotes. Okay, Galaxie-Emote wegen Galaxie-Skin. Sommer, was machst du? Los, los, los. Ja, ihr macht halt den gleichen, ne? Feier halt den Bush Ranger dann da ein bisschen besser. Okay, der macht halt ein Skateboard. Der macht diesen Emote mit dem Tresor. Jetzt macht er auf einmal einen anderen. Den habe ich schon gesehen. Was macht der hier? Er macht so Schneeflocke, Leute. Ah, Bauarbeiter will stark werden für die Arbeit, glaube ich. Ist eher so ein Fitness-Emote, aber der muss trainieren, damit er auf Baustelle ein bisschen besser am Start ist. Verstehe ich. Okay, du noch? Du noch? Passt nicht. Chango GG, aber ich hätte dich auch rausgeschmissen. Die anderen Christmas-Skins sieht man halt einfach seltener, ist richtig. Ey, da hat Flakes echt richtig gut hier Skin-Contest gemacht, Bro. Jackpot, Junge. Jetzt alle auf die Insel und zeigt mir euren Gleiter. Da gibt's einen Jump-Pad oben. Alle mal nach oben gehen. Ach, die Gleiter jetzt, ne? Leute, die Gleiter, Digga. Okay, Bro. Wir haben richtig guten Gleiter. Junge, wir müssen gewinnen. Ich sag euch, wir müssen gewinnen. Hier ist ein Jump-Pad. Und dann landet hier auf dieser Holzplatz. Form. Kommt hierher, hier zu mir. Einfach zu mir kommen und einfach alle aufs Jump-Pad gehen. Geht hier aufs Jump-Pad und einfach bei mir landen. Einfach aufs Jump-Pad gehen und bei mir landen. Einfach alle hintereinander. Okay, geht alle mal ganz entspannt da nach oben. Wir haben alle Zeit der Welt, Leute. Locker, flockig, mockig hier. Zack, 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 zack. Ich gehe ganz entspannt runter, mal gucken. Oh, der hat so einen lilanen Stein. Der hat natürlich das Geschenk, okay, vom letzten Winterfest. Was geht hier ab? Die hatten, glaube ich, die gleichen. Digga, was war das für ein Gleiter? Baustellergleiter. Ich habe die gar nicht gesehen. Geht mal nochmal alle langsam. Oder wir müssen das irgendwie anders machen. Chillt. Macht mal alle nacheinander. Ich bin komplett lost. Der ist voll überfordert. Bro, ey. Junge. Okay, die passen halt alle, ne? Was ist das? Wartet mal, was ist das für ein Gleiter? Ah, das ist auch so, Astronauten-Ding, ne? Ja, Gleiter waren halt alle passend. Warte mal, dieser Bauarbeiter. Wo ist der Bauarbeiter-Skin? Ich habe den Gleiter nicht richtig gesehen. Dein Gleiter. Boah, ist das geil. Macht echt Spaß, Mann. Hallo, ich bin hier oben auch noch. Ist das so ein Werkzeugmäßig? Ja, ja, das sind so eine Säge oder sowas. Passt auch. Passt auch, Leute. Macht mal nochmal die Weihnachtsskins. Alle Weihnachtsskins nochmal aufs Jump-Pad. Alle Weihnachtsskins. Alle Weihnachtsskins nochmal. Alle Weihnachtsskins nochmal auf Jump-Pad, Leute. Einmal nochmal Gleiter zeigen. Meiner hat da gesehen. Geht mal nochmal drauf. Der hat den. Der Geschenkhängegleiter und der hat den. Okay. Ich finde den Skin besser. Tut mir leid, weil ihr habt den gleichen Gleiter und ich finde den Skin einfach besser. Deswegen gehen wir jetzt in die Zone, Leute. Okay, ich muss halt aussortieren. Noch 8 Spieler sind am Start. Und ich würde sagen, wir machen jetzt, ich muss bei den Weihnachtsskins aussortieren. Wir landen hier bei der Brücke. Ihr zeigt mir jetzt alle eure Waffenlackierung. Eure Waffenlackierung, da muss ich jetzt auch bei den Weihnachtsskins aussortieren. Ich will zu jedem Thema nur einen Skin hier haben und danach machen wir die Story. Danach gibt's Story. Alle hier hin. Anstellen und direkt eine Waffe raus. Direkt eine Waffe raus. Waffenlackierung, Leute, da können wir auch nochmal fett punkten. Direkt Waffe raus. Waffe haben wir. Guck mal, wir sind echt gut in der Zeit, ne? Die Zone macht noch gar kein Auge. Unsere Farbtarnung, Bro, sind wir mal ehrlich. Farblich, thematisch 10 von 10. Bei dir, du wärst, glaube ich, raus, weil deine Farbtarnung ist vom Set, Junge. Oder nicht? Aber vielleicht fällt es dem Flakes ja nicht auf. Vielleicht fällt es dem ja nicht auf. Chill, chill, chill. Das fällt dem eh nicht auf. Vertrau mir, das fällt dem nicht auf. Der wird sagen, oha, wie krass passt das bitte? Okay, die Weihnachtsskins muss ich aussortieren. Ja, Zucker. Was ist das? Oh, okay. Okay, wir haben nur noch 2 Weihnachtsskins. Kommt ihr zweimal hierher und macht einen Emote, den ihr gerade nicht gemacht habt. Einen nur. Der entscheidet jetzt. Los, los, los. Einen Emote machen, den ihr nicht gemacht habt. Die 2 Weihnachtsskins. Ihr bettelt euch. Geht euch gegenüber und macht einen Emote. Geschenk. Und du? 3, 2. Bro. Einen Drache? Das war's komplett. Zeig mal eure Waffenlackierung nochmal. Hey, ist das nicht vom Set? Das ist doch alles vom Set. Okay, okay. Ja, siehst du, der hat doch bei dir gecheckt, dass das Set ist, ne? Er hat dich aber nicht rausgeschmissen. Okay, der hat so eine. Das sieht aus wie diese Nerf-Guns.
Aber passt halt farblich, ne? Passt farblich. Lattlackierung, okay. Dann macht mal jetzt einen Sticker, den man in die Luft wirft. Einen Sticker. Alle einen Sticker-Spam. Einen Sticker-Spam. Okay, Baustelle, Alarmanlage vom Traktor, okay. Stark, Junge. Ey, sehr stark, Digga. Ja, bei dir war Set, ne? Ja, deswegen bist du jetzt, glaube ich, rausgeschmissen. Der hat so, passt halt, ja, Busch, Skateboard, Weihnachten. Das ist halt nicht Nummer 1. Passt halt farblich, aber das würde ich jetzt nicht nehmen. Und... ja, tut mir leid. Die Sticker, ich muss halt aussortieren. Wir sind jetzt in den Top 5. Wir machen jetzt eine Story. Jetzt will ich Story sehen. Ich weiß nicht, ob System noch am Start ist. Ich gucke extra nicht in den Chat. Okay, Story habe ich auch vorbereitet. Ja, aber die ist jetzt nicht so krass, würde ich sagen. Also... will nicht wissen, ob der... aber müsste theoretisch am Start sein, außer er war anonym und ich habe ihn schon gekillt. Ich würde sagen, ich mache den Gullideckel und den fege ich halt einfach. Das wäre halt das Beste, ne? So, also ich hätte auch rein theoretisch das mit der Banane machen können, dass ich auf eine Banane ausrutsche. Aber ich glaube, Gullideckel so fegen ist halt ganz easy so, weißt du, und passt halt gut zu Baustellarbeit. Ich glaube, wir machen die Story, ist besser. Also würde ich mehr für die andere, ist zwar so lustig, aber auf Banane ausrutschen ist halt auch gut, ne? Ich bin mir echt nicht sicher, was ich machen soll. Ihr müsst jetzt eine Story machen. Jetzt müsst ihr schnell sein, Leute. Ich warte nicht lange. Ihr müsst jetzt richtig schnell eine Story machen. Ihr habt nicht viel Zeit. Oh, ich weiß nicht, Digga. Doch, auf Banane ausrutschen ist lustig. Wir machen auf Banane ausrutschen. Auf Baustelle ist eine Banane, da rutscht du aus. Alle rutschen, Leute. Alle rutschen. Yo, 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 yo. Ach, da vorne ist der. Ach so. Macht jetzt hier eine Story. Los, 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 Story. Okay, 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 okay. Story, Leute. Story, Story. Story. Ich mach einfach Gullideckel und dann fegen. Wir machen Gullideckel und dann fegen. Wir machen den Gullideckel hier sauber. Okay? Ah, okay. Hier ist so ein Gullideckel, der macht so ein bisschen sauber auf Baustelle. Und auf Baustelle ist ein Geist. Ein Monster. Ja, ich weiß nicht. Passt nicht so. Baustelle ein Monster? Ich weiß nicht. Was? Ja, und das mit dem Monster muss man jetzt ignorieren, Digga. Einfach Gullideckel sauber machen. Ich weiß nicht, Mann. Okay, was machst du hier? Hier ist so Dynamit. Grün. Passt nicht farblich. Du willst dich so... okay, du machst Dynamit. Machst dann den Tresor auf mit Dynamit, oder was? Okay, was sehen wir hier? Was ist das? Okay, da ist ein Gegner. Ah, ein Gegner ist da, glaube ich. Und der... Bro. Ja, okay. Hat den Gegner abgeschossen. Was machst du? Der Galaxy Skin ist halt auch sehr, sehr nice. Oh, der macht mit Fliegen irgendwas. Der fliegt zur Galaxie und da ist so ein Monster. Ah, okay. Ja, aber so mit Monster-Killen sieht man halt auch echt oft, ne? Dann haben wir jetzt noch den Weihnachtsskin, den Weihnachtsskin. Weihnachtsskin, los. Du hast keine Zeit mehr. Los, 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 los. Der Weihnachtsmann, okay. Hallo? Okay, der geht zum Weihnachtsmann. Das, Digga, der Skin, den, ich feier den so. Ja, okay. Und jetzt? Das ist deine Story. Ja, ich weiß nicht. Das ist so lame. Das ist so komisch. Und der Bushranger... tut mir auch leid. Weil ihr hattet die gleiche Story so mit Gegner schießt, aber da fand ich den Galaxie-Dingens besser. Okay, wir gehen in die Zone. Yo, wir haben schon die Top 3. Die Top 3. Geht in die Zone, Leute. Okay, Top 3. Okay? Wir müssen gewinnen. Ab in die Zone. Top 3. Jetzt entscheidet sich alles, Leute. Wir gehen in die Zone. Bauarbeiter, Galaxy und... okay. Also auf der Kippe ist dieser Räuber-Skin. Der ist auf der Kippe, bin ich euch ehrlich. Oh, Räuber-Skin ist auf Kippe, ich nicht. Okay, okay, gut. Das heißt, wir machen jetzt... Dance Battle vielleicht oder so. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen möchte. Sprays machen wir. Okay, Spray, Leute. Ey, da haben wir echt noch ein bombenmäßiges Spray, Leute. Da haben wir noch ein bombenmäßiges Spray hier auf jeden Fall parat. Und zwar das hier. Oh mein Gott! Ihr müsst mich jetzt mit dem Spray überzeugen. Dafür müssen wir da ganz an den Rand gehen. Macht mal ein Spray, was ihr gerade noch nicht gemacht habe. Einfach hier einen Spray ballern. Jetzt schnell einen Spray ballern. Okay, okay, okay. Den hast du gerade schon gemacht. Den habt ihr beide gerade schon gemacht, so ähnlich. Ja, ich habe gerade gesagt, du bist auf der Kippe. Tut mir leid. Du bist auf der Kippe und hast gerade den gleichen Spray gemacht. Top 2. Komm! Ihr müsst euch jetzt battlen. Okay, was... okay. Macht mal jetzt einfach auf den Weg in die Zone die ganze Zeit irgendwas, um mich zu überzeugen. Ihr müsst jetzt einfach auf Stressbasis ganze Zeit in die Zone laufen und währenddessen mich überzeugen. Okay, Leute, ich spam jetzt hier meine kompletten Emotes und so. Jo, Digga, also dieser Baustellermitarbeiter, der ist gut. Wir machen so einen Traktor, ja. Dann machen wir noch den hier. Was hast du am Start? Okay, auch gut. Galaxy gegen Baustelle. Schreibt mal auch in die Kommentare, welchen Skin würdet ihr weiterlassen? Baustelle? Also Baustelle ist halt echt gut. Ja, ich bin echt gut, ich weiß. Ja, 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 macht mal weiter Sticker, Sticker. Sticker, 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 Sticker. Emotes, keine Ahnung, alles. Ihr müsst jetzt so ein endloses Battle machen, okay? Auf Stressbasis, die ganze Zeit. Ihr müsst mich überzeugen.
Okay, Kaffeepause. Du hast, aber guck mal, der macht die ganze Zeit die gleichen Sprays und so, okay? Galaxie passt halt farblich. Ich habe meine Entscheidung, glaube ich, schon. Der macht jetzt ein Herz. Was habe ich noch, Digga? Wir holen hier den Bauplan raus. Er macht Baustellerplan. Digga, der Baustellermitarbeiter ist halt der Beste, glaube ich. Der ist, glaube ich, am besten. Ich glaube, der gewinnt. Aber ich mag halt so Galaxie. Ihr checkt auch bei mir hier im Hintergrund, habe ich so lilane Galaxie. Ich liebe Galaxie, aber ist halt so meine eigene Meinung, ne? Ich muss jetzt ganz kurz überlegen. Ah, Galaxie, du weißt, du bist auf der Kippe. Du musst noch die ganze Zeit mal... Guck mal. Der macht sich hier Burger in der Mittagspause. Guck mal, der macht die ganze Zeit verschiedene Emotes. Du machst gar nichts. Ist ein bisschen lost von dir, ne? Ist ein bisschen lost. Oh, okay. Da kommt so ein Kran und der sagt so, yo, 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 hierher, hierher. Ja, Bro. Ja, nee, jetzt hast du verkackt. Jetzt hast du verkackt. Jetzt hast du verkackt. Ja, Mann, richtig, Digga. Ja, ich hab gewonnen, Leute. Let's go, Bro. Endlich, Mann. Endlich. Wir haben einen Gewinner. Ich habe System nicht gekillt, aber es könnte sein, dass System auf anonym war. Kill mich, kill mich, kill mich, kill mich, kill mich. Digga, wenn das jetzt... Bro! Ja, okay, irgendwie. Ich weiß es nicht, der war halt wirklich krank gut. Also wirklich Respekt, Bausteller-Skin. Respekt, also... Außer die Story, die war ein bisschen low, war das wirklich, wirklich krank. Ich muss mich mal entmuten. Was ich bei Story eigentlich Story machen wollte. Story war low, aber ich hab's schon verstanden. Aber alle hatten irgendwie eine Low-Story. So putzen, Gullideckel putzen, oder was? Ja, ja, genau. Aber ich wollte erst eine Banane machen und dann rutsche ich darauf aus, so weißt du. Aber ich wusste nicht, ob das gut ist. Ach so, und dann hast du... Ja, das wäre, glaube ich, besser gewesen, weil du dann die Bananenschale so wegmachst, weißt du? Auf den du machst Schmutz weg, weißt du? Ja, ja, genau, richtig. Ja, ja, so wollte ich das machen. Also Banane, ich rutsch aus und dann so mit Fege. Aber ich habe erst gedacht, Gullideckel passt mehr zur Baustelle, weißt du? Ja, aber irgendwie waren alle Stories ein bisschen low. Also irgendwie waren alle low, dachte ich mir. Deswegen habe ich das zählen lassen. Ja, Leute, ihr habt gesehen, wir haben gewonnen. War eigentlich abzusehen, weil das ist echt eine Killer-Kombination gewesen. Außer von der Story, da bin ich mir halt nicht so sicher gewesen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr nochmal sehen wollt, dass ich bei Flakes Undercover mitmachen soll. Ich würde sagen, haut da rein.